Und suave Muchachos und einen wunderschönen Mittwoch wünschen wir euch von den Losers. Ich bin der Deko und wir zocken ein Game mit unserer Muchacho Army gegen den Rest der Welt. Mit von der Partie ist natürlich der Mabossa. Hallöchen, Popöchen. Und außerdem mit von der Partie aus der Community Mr. Fatos LP, BSG, Yen Remudi und My Normal Elo Sucks. Bon suave, viel Spaß und ich zock für euch Gangplank auf der Top Lane. Mabossa zockt K6 im Jungle. Mal gucken, wie es laufen wird. Genau, mein Gegner im Jungle ist die Poppy, die ist Diamant 5, aber die werde ich trotzdem rasieren. Aber na cool. Diamant 5, lächerlich. Wir können natürlich direkt invaden. Invade. Aber nicht ich, oder? Hm? Komm ich halt mit. Ich komm mit. Ich habe mich entschieden. Wollte gerade sagen. So, was wollen wir machen? Wir nutzen. Please. Wir nutzen das neue. Ist bei denen top? Warum wollen die nicht? Ist Echo top bei denen? Kann ich dir nicht sagen. Hab ich voll keinen Bock drauf. No one steals from me. Komm, komm, Thresh, komm! Into the wind. Ja, oh Mann! Yeah. First kill! Oh yeah! Ah, ne. Sehr geil, ich werde die Kiste einkaufen. Diamant. Sauber, 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 sauber. Das war doch mal ein schöner Invade. Haben sie nicht gespottet, haben nicht gewordet. So, ich habe noch mal ein Ward hier hin, damit du weißt, wo sie anfängt. Ob sie jetzt zum Blue wechselt oder ob sie hier bleibt. Das ist ja sehr nett. Die Frage ist jetzt, wo fange ich an? Magst du mir beim Red Buff helfen oder nicht? Ne, dann mach ich hier. Natürlich nicht. Machen wir. Ich hoffe, Echo ist top. Ja. Er hat wenigstens keine Ranged. So, die Jinx kommt hoffentlich auch nochmal. Das wäre super geil. Sehr schön. So, hier habe ich schon alles aufgestellt. In meinem Hut. Dankeschön, die werden so krass rasieren. Zum Vergleich. Habt ihr irgendwelche speziellen. Ich würde sagen, so ist meine Leidenschaft. So finde ich es am schönsten aufgeteilt, die Leute in der Übersicht aufgeteilt. Ganz oben den Toplaner, dann Jungle, dann Mid, dann ADC und ganz unten der Supporter. Aber vielleicht sagt ihr auch, die Reihenfolge ist mir egal, ich will nur, dass ich selber ganz oben bin, damit ich mich schnell sehe, oder? Wie seht ihr das mit Chachos? Wie heißt der? EA Curses. Please, hätte nur ein Leben danach. Vielleicht hätte ich mir auch lieber so eine Stoffrüstung holen sollen, damit ich einfach am Anfang nicht so ganz auf die Schnauze kriege. Na nun ja. Trinket ist wieder ab, das heißt wir können warden. Ich habe nämlich Angst, dass die Poppy hier auf mich wartet. Ich kann aber nicht ganken kommen, oder? Nee, nicht wirklich besonders gut. Könnte ich ja nur versuchen, Counter-Gank zu machen, wenn die Poppy da gleich kommt, weil du ja so krass gepusht hast. Krass habe ich gar nicht gepusht. Cruelty with purpose, boys. So, ich komme in Lane. Sie haben jetzt schon Drake geholt? Oh mein Gott, shit! Stimmt, Poppy kann ja Early Drake machen. Wenn er ein bisschen nach vorne kommt, dann rasiere ich. Lass ihn mal ruhig kommen, lass ihn mal ruhig kommen. Nee, er will nicht. Shit. Schon noch. Shit! Ja, hat nicht viel gebracht hier, diese Top-Seite zu besuchen. Ich habe nur gesehen, dass ich Echo fighten kann. Fight this Echo. Hätte ich ja mal dran denken können, den Drake zu warden. Please. Ah, so früh, da bin ich aber nicht mehr dran gewohnt oder dran gewöhnt, dass die wirklich so früh den Drake machen. Das war ja nur eine kurze Zeit lang. Und ja. Bei den meisten wurde es auch weggepatcht, dass sie es nicht mehr machen können, aber bei Poppy geht's immer noch. Ich weiß gar nicht, ob Level 2 oder Level 3, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat sie rasiert, Mann. So um den Dreh. The sea may be wicked, but I'm worse.
So, Mitte ist der Corgi, den besuchen wir auch gleich mal. Fight like a man or die like a dog. Too good an end for him. Bisschen Texten hier. Hat er keinen Flash mehr gehabt? Was hat er denn? Ghost und Flash Ghost. Hm. Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Das kann natürlich auch sein. Warum? Deko? Das war ja. Was war denn da los? Keine Ahnung. Er hat mich angegriffen und ist mit einem Tower gefolgt. Next Level, sagst du? Und dann habe ich ihn halt einfach weggebasht. Aber wie findest du Gangplank? Nice, ne? Ich finde den cool. Also bis jetzt macht er Spaß. Ich bin noch nicht so viel mit jetzt geschafft, mit den Fässern zu spielen. Aber ja. Also musst eben richtig schnell reagieren, ne? Wenn du ein das Fass abschießt, musst du ganz schnell in ein bisschen weiter Entfernung das andere Fass legen. Und die Taktik ist es eigentlich, in dem Busch immer ein Fass zu haben und das dann anzuschießen und auf den Gegner zu schmeißen, das andere. Hm, ich weiß nicht, follow me. Ob du mir da irgendwelche Wannabe-Pro-Taktiken erzählst? Ne, so habe ich das schon bei ganz vielen Gangplanks gesehen. Geh rein! Laterne! Please, Alter! Nicht mal ein fucking Support? Mich verarschen? Was macht ihr denn da? Papa ist unterwegs. Ja, die haben geflasht, ne? Ich glaube, der Echo hat eine C gehabt. Hat er? Ja. Okay, ich darf hier eigentlich nicht länger chillen, wenn jetzt Poppy kommt. Poppy ist gerade doch. Achso, okay. Pusht, ihr Narren! Pusht! A messy death is your first warning. Oh shit, dass aber auch nichts trifft hier. Ärgerlich. Das war nee, ich kann hier nichts machen, muss abbauen. Na, ah, schade, schade, schade. So viel rumgespielt hier. Ne, der Echo hat mich auch noch mit Skills angegriffen. Also er muss irgendwie direkt, bevor ich ihn getötet habe, beziehungsweise direkt bevor er unter den Tower gefollowt ist, muss er die Ziel gehabt haben. So, hier ist jetzt mal gewardet, aber jetzt hat die Botlane... Oh, Alter, wie close das ist. Was brauche ich denn dafür? 617, okay. Blue Buff wäre wieder ab. Fist bräuchte, glaube ich, den Blue Buff. Wahrscheinlich wäre besser. Ihr braucht nicht! Nice! Oder ob er das jetzt nur sagt, damit ich ihn nutzen kann? Meinst du, wir ihn nur an dich angeben? Wo ist denn diese scheiß Poppy? Will ich ja, auf jeden Fall nicht. Give me a sea dog over a saint any day. So, auf jeden Fall ist hier bei mir safe abgewardet. Sehr nice. Dann besuchen wir nochmal. Oh nice, Level 6. Können wir nochmal die Midlane besuchen? Obwohl der es gerade hardcore durchgepusht. Go in! Nice! Sink or swim, lads. Das war ja wohl mal ein easy Ding und das ist ein Platinum 5 Kopf Mao. Der wird auch wegrasiert! Der wird auch wegrasiert. Ich bin jetzt hier schon eigentlich. Bin ich kurz davor gerade zu Dirty Farm. Hinterm Tower. Andererseits. Fair Play. My ship is my soul. Ja, Deko trialt wahrscheinlich den DC hier weg, ne? Obwohl ist ja nicht mal DC, ist einfach nur. Was ist denn da? Doch, er hat ein DC. Wahrscheinlich ist er jetzt wieder da. Achso, okay. Wahrscheinlich meinte ich, hätte ihn irgendwie umgebracht, aber ich kann nichts dafür, wenn er DC hat und noch unter meinen Tower rennt. Achso, ja, das stimmt. Ja, wir machen mal hier weiter. No one
Wo ist eigentlich Poppy? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Willst du Grüße vorlesen? Jawohl! Mr. Fatos RP grüßt Wizard und der Drainy. Der Drainy, genau. Poppy's Bot. Machen wir aber trotzdem erstmal weiter. Die machen, glaube ich, jetzt schon wieder einen Drake Nummer 2 gleich. Die machen erstmal Trash. Gut, dass Fister reagiert. Oh. Schade, aber nice try to Sloan. Jetzt habe ich auch eine Ulti mehr. Ein paar Wards und jetzt kann es hier weiter abgehen. Das ist ein bisschen ballsy hier. Ja, die machen den jetzt, ne? Hast du TP? Ja. Ich brauche noch. Ah, ein bisschen früh, aber passt schon. Ja, genau, komm zu mir nach oben. Okay, zum Glück habe ich ihn gesmited. Ich war so kurz davor, die ganze Zeit wieder reinzugehen, noch ran, aber ich dachte mir so, wenn du jetzt da rankommst, dann stirbst du am Ende, dann bist du wieder mies angepisst, weil du noch gestorben bist. Ja, ne, ist doch schon in Ordnung, so hast du noch ein bisschen gebaitet. Ich habe leider keinen Smite mehr, ne? Also, wenn jetzt die Ulti von Jinx kommt. Das schön. Wir können unten direkt Attacke machen, aber sowas von. Oh ja. Oh! Ich hab einen Support auch bekommen, sehr schön. So, den müsst ihr euch jetzt schnell killen, da kann ich nichts mehr machen. Und jetzt habe ich meinen Jump wieder. Was? Du Executed Mouse. Ja, es läuft hier gerade Zucker! Wer ist dieser Diamond und Platinum? Muss dazu natürlich sagen, die sind auch Silbertypen. Das ist nicht alles hier voll. Foggy und Kog'Maw, ne? Poppy. Und ich würde sagen, Koggy rasieren wir jetzt direkt wieder. Wir haben die Ulti leider nicht ab, aber dafür den Jump of Doom. Das heißt, wir geben ihn jetzt direkt auf die Kauleiste. Können wir aber nicht tun, weil er nicht mehr da ist. The sea may be wicked. Oh, Mr. Fatos lobt den Thrash für Hooks. Genau so wollen wir das sehen. So. Papa kommt rum. Cruelty with purpose, boys. Shit. Das war echt ein knappes Ding da. Das ist Poppy Karotti. Macht sie vielleicht ihren Blue-Buff gleich? Ja, die wird ihren Blue-Buff machen. Das heißt, den versuche ich gleich wegzusmiten. Wir können erstmal hier hingehen. Oder den hier machen. Was? Wie hat ein Koggy da einen Kill gemacht? Okay, geh schon mal rüber. Sie dann direkt. Geh schon mal rüber. Alter! Crazy, diese Ulti! Die hat mich sowas von ausgeschaltet, die Ulti. Nein! Oh, ich weiß nicht! Du hast so wenig Damage gemacht, ne? Ich musste ja den Echo dann erstmal runterfokussen, weil Poppy Ulti auf mich hatte und ich sie nicht angreifen konnte. Wie? Ich konnte. Ach so, ich konnte nur ein bisschen Damage auf sie machen, ne? Ja. Ah, okay. Hat sie uns gut geownt, muss ich ja mal sagen. So schal, ey. So schade. Diese Ulti ist aber auch böse, ne? Einmal macht Eiskalt so wenig Schaden an ihr. Und da kommt der Thresh. Kann er jetzt ein paar Plays machen oder ist er abgebordet? Ich habe sie eiskalt, habe ich Poppy noch fast getötet. Ich würde hier machen, ja. Es war so klar, dass er diesen einen Dodge macht. Es war knapp, es war echt knapp. Aber da du Gangplank ja noch nicht. Aber du hast schon Trinity Force, aber nice. Da du Gangplank ja noch nicht so oft spielst, kannst du natürlich jetzt nicht die Mega-Plays hier raus. Ja, ich wüsste, also.
weiß nicht, ob ich da einen Fehler gemacht habe. Es war einfach nur, dass ihre Ulti hatte und ich keinen Schaden auf sie machen konnte. Gut, wie? So, wir schnappen uns jetzt den Corgi. Wenn er da bleiben würde. Okay, dann nicht. Doch. Was haben wir denn hier? Top ist Miss. Mhm. Na, Top ist wieder da. Hallo, kommt! The sea may be wicked, but I'm worse. Jetzt muss ich aufpassen. A blade in the gut solves most problems. Your mates feed in the fishes. Nein, ich habe mein W daneben gehauen! Ein Auto-Tick! Ich habe mein W daneben gehauen! Zum Glück hat Jinx dann noch aufgeräumt. Oh. Oh, war das ärgerlich. Er hat nach vorne geflasht und dadurch konnte ich ihn nicht treffen. Aber Deko räumt auf. Oh, so, yeah. Hey, wie hast du den bekommen? Hä? Wie hast du den bekommen? Ich dachte, den hast du nicht. Meine Passive. Deko, Deko, spielt ihr hier mit vergifteten Schwertern? Damage over time, bitch! Oh, das ist, war so ärgerlich die ganze Zeit hier mit diesem Kack-Poppy-Kack. Aber was ist das denn? Ist das eine AD-Poppy oder eine AP-Poppy? Trinity Force-Poppy, also so ein bisschen beides, ne? Mit Sheen und Phage. Da kann sie schon ordentlich rasieren! Und das Game ist noch lange nicht ausgelutscht hier, obwohl es 16 zu 7 steht, denke ich, dass... Wie viel Damage macht meine Pässe? Wird das angezeigt? Weiß ich gar nicht. Jo. So, auf geht's. Jetzt wird Corgi geschnetzelt. Oh, das ist da hinten. Fight like a man or die like a dog. Na ne, hier ist alles voll. Dann passen wir doch ein bisschen besser auf. Achso, die wollen den Drake machen, ne? Dann gehe ich mal mit dir Toplane und push dann. Obwohl nicht, ich darf nicht Toplane gehen. Wir gehen außen rum und versuchen ihn so zu klatschen. Echo! Nee. Nee, da bist du den falschen Weg gegangen. Monsieur Fies. So, Deko hat einen Tower. Sehr schön. Wir müssen uns gleich mal beim Drake positionieren, ne? Kannst du ja schon mal hingehen. Ja. Ich habe auch Ulti ab. Nice, Deko! Weiter geht's hier! Hinterher! Oh! So knapp! So knapp. Okay, ich sollte mich hier verziehen. Wir könnten noch Drake machen. Wenn dann jetzt aber schnell. Und ihr müsst tanken. Nice, sehr schön. Oh, das war mit Jinx gerade echt zu knapp. Ich hätte dann noch was versuchen können mit...
Leave them with nothing but their fear. Nee, nee, nee! Ja, flash ich doch lieber nochmal. Alter, wie viel Schaden gemacht. Ja, Mann! Ich hör mir nochmal kurz einen Sub. Boah, da hat er ordentlich rasiert jetzt. Soll ich da nochmal rein? Nee, nee, kann ich nicht. Ich hab keinen Mana. Ja, ihr macht das da eben. Jinx kommt hier aber. Es kann sein, dass sie gleich ihre Ulti da einfach reinzwirbelt. Das wäre ein Triple Kill dann. Hat jemand, oh, der Thresh hat echt den Braum im Flug abgefangen, ey. Ja. Pass auf. Ich weiß nicht, da kommt Jinx auch irgendwo noch angelaufen. Oh, ich hab da Lust Action zu machen, aber ich bin der Einzige. Ich glaube, die schnetzeln mich weg. Nee. Nee! Nee! Nein! Ich habe auch alles wieder verkackt. Please. So, hier ist das erste Upgrade für meine Ulti. Aber das Ding ist ja, Corgi hatte kein Mana mehr und trotzdem hat er alles gespammt, sonst gäbe es keinen Morgen mehr. Das war echt krass. Ich habe mein erstes Ulti-Upgrade. Hast du? Nice. Mhm. Was hast du denn? Dieses mit dem Fire at Will. Das heißt? Dass ich sechs Salven mehr abfeuere. Ah, nicht als erstes. Ich glaube, das ist echt Käse. Das ist geil. Sonst steht nur das Total Damage. Lol. Nice try, Echo. Ja, nice try. Ich vermisse aber gerade Gangplanks kaltes Movement Speed. So, ich würde gerne nochmal in der Mitte ein bisschen Action machen. Du meinst die E-Fähigkeit? Oh oh. Oh oh. Aber ihr schafft das da, ne? Locker flockig. So, Rapper. Ja, genau, sein E früher einfach mit 600 Movement Speed durch die Gegend gerast. Please, ich wollte nicht verkommen. Into the wind. Sehr schön. Oh. Oh. Da ist Poppy, kommt von der Seite. Take care. Okay. Aber dafür kriegt er sie, oder? Nein! Oh, aber jetzt aber. Kill them! Ey, das ist unglaublich, ne? Die ist so... Ey, ganz ehrlich, die ist so heftig, die Poppy. Muss ich auch mal wieder im Jungle spielen. So random, Alter, dass die einfach irgendwie 5-6 Sekunden untargetable ist. Ja, nicht wirklich ein Target, aber... Ja, GG, Alter. Damage von Thresh. Kill sie, please. Everything's got an end. Die Jinx unten lacht mich gerade so an. Ich glaube, die schnacksel ich mir mal. Dachte ich mir auch gerade so. Hm? Was wollten die denn? Please. Warum scarst du sie denn? Please! Du hast sie doch gescared. Ich wollte auch was zum Kuchen abhaben. Na nice, das kriegt keiner was zum Kuchen. Super. Besser als wenn du was vom Kuchen kriegen würdest. I judge a man by his scars.
Jetzt. Give me a sea dog over a saint. How about you? Sehr schön. Wollen wir dann nochmal Action-Action machen? Pass auf, hier ist Poppy. Nice. Ich würde gern reingehen. Cowards understand fear. Sehr schön. Ich gehe rein, ne? Ich gehe rein. Oh shit, das sind zwei. Du sollst das schon mal aktivieren, wenn du das da hast. Ja, ich hatte keinen Schuss rein. Aber cool. Okay, Drake. Wie viel Damage machen wir? Okay, sauber. Gut, dass ich den Drake gemacht habe. Mhm. Das Poppen nicht da war. Deine Fässer, die stellst du so random. Nur zum Farmen, ne? Ja, aber komisch. Trinity Force of Kha'Zix, brauchen wir schön, geil. Machen wir mal. Wir bauen jetzt einen schönen Full Damage Kha'Zix. Nice! Ich baue jetzt auch gerade. Nein! Doch. Infinity Edge. GG. The sea may be witchy, nice. But I'm worse. Wie viel Crit habe ich? Wo steht denn hier beim neuen Ding Crit? Attack Speed. So, wir müssen mal wieder ein bisschen warden. 50%. 50% Crits habe ich. Sehr schön. Ich hätte gerne mehr. Lol. Das ist sehr schön. Oh, hinterher! Hinterher! To the depths with them! I'll carve my name into their bones. Oh fuck. Don't get my ship legendary. It's the spot. Fine meal for the sharks. Sehr geiler Damage. Oh, yeah. Ja, jetzt haben wir es aber, oder? Die Jinx auch richtig hart weggekrittet. Hier, weiter geht's. Ich springe drauf. Alter, das war auch ein geiler Damage, mein Lieber. Das sind die Crits. Fight like a man or die like a dog. How about ya? Eat powder. Toll. Die hat aber Ulti, ich hab Angst vor der Ulti, die wird mich wegkicken, wenn die Ulti hat. Nice! Ich glaube, jetzt müsste ich ja mal wieder zurückgehen. So, 2200. Ich würde sagen, Trinity Force Inc. Aufgegeben! Okay, ja, First Time Gangplank haben wir jetzt endlich mal gezeigt, ne? Und hast du schon ein paar geile Skills rausgepackt, Deko? Oder hast du den klassischen einfach Q in die Schnauze gemacht? Q in die Schnauze ist immer das Wundermittel für alles. Sehr nice. Hier sieht man auch gut. Ordentlich Damagio.
läuft 12-1 sogar. Alter Schwede, wusste ich, habe ich nicht drauf geachtet. Muchachos, das war's. Gangplank, Toplane, ein bisschen nach dem alten Modus gebaut auf Critplank-mäßig. Und Daumen nach oben auf jeden Fall und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.